So, herzlich willkommen zu einem neuen Part Fortnite rettet die Welt. Heute schauen wir uns mal den Sturmschild nie an, denn in den Sturmschildverteidigungen brutal und Twin Peaks kommt ja doch einiges auf einen zu. Die beste Möglichkeit dafür, das Ganze abzuwehren, sind solche Fallentunnel, wie man hier unten schon sieht. Das heißt, man versucht die ganzen Höhlen in einen gezielten Tunnel zu locken, um sie dann einfach mit einer Vielzahl an Fallen bequem zu beseitigen. Ist praktisch für Kriegsspiele, ist praktisch für Sturmverteidigungen, und wie man sowas bauen kann, schauen wir uns heute mal an. So, hier sind schon welche gebaut. Die müssen dann wieder weg, denn der Verstärker kommt unten hin. Jetzt bauen wir erstmal einen Verstärker und dann die Fallentunnel dazu. Um die Fallentunnel zu bauen, müssen wir wissen, woher die Höhlen spawnen. Sie kommen von hier. Hier können sie auch hochkommen. Da wird es ein bisschen komplizierter. Von hier ist es nicht möglich, dass sie hochkommen. Das heißt primär natürlich diesen Aufgang hier. Zum Bauen der Fallentunnel verwenden wir natürlich Metall. Ist am stabilsten und hält am meisten aus. So, welche Fallen wir nehmen, das ist natürlich auch immer Geschmackssache. Da hat jeder wahrscheinlich andere Favoriten. Was sich für mich bewährt hat, sind für den Boden die einfachen Stacheln. Einfacher Grund, sie lassen sich relativ günstig herstellen, kosten nicht allzu viele Ressourcen, und die Ressourcen, die man braucht, sind relativ leicht zu bekommen. Das Gute ist ja mittlerweile, dass die Sturmschilde am Ende wieder zurückgesetzt werden. Das heißt, man kann auch relativ viel probieren, ohne dass es viel Ressourcen kostet. Wenn es schief geht, ist nichts verloren. Früher war das anders. Da musste man also wieder neu bauen, was natürlich sehr ressourcenintensiv war und auch sehr zeitaufwendig. So, für die Wände bietet sich natürlich an die Kanonen. Ganz einfacher Grund. Sie prallen ab und kommen wieder zurück. Das heißt, es gibt immer einen Dauerbeschuss von mehreren Seiten. Das macht es sehr effektiv. Und als Deckenfalle nimmt man die Gasfallen am besten. Auch die haben eine extrem hohe Effektivität, und alles zusammen, das macht schon ordentlich Schaden. Man kann dann immer noch auch verschiedene Boxen bauen, wo man die Höhlen reinwirft. Wenn der Tunnel insgesamt zu kurz ist, kann man da nochmal nachlegen. Aber insbesondere in den ersten Sturmverteidigungen reicht eigentlich auch ein relativ kurzer Fallentunnel. Diesmal nicht. Denn wir werden natürlich auch noch zwei
Verteidiger mit aufstellen und diese mit Scharfschützengewehren ausstatten, die durch Wände schießen können. Das heißt, da geht auch nochmal ordentlich was weg. Wichtig ist, dass der Weg von dem Tunnel zum Verstärker oder sonst was offen ist. Das heißt, die Höhlen müssen reingehen und nicht die Wände angreifen, weil sie direkt zum Verstärker oder zum Sturmschild gelangen können. Höhlen gehen maximal zwei Wände Umweg. Das heißt, wenn man zwei Wände hat, greifen sie nicht an, sondern gehen auch vorbei. Hat man drei Wände, greifen sie die Wände an, was man natürlich nicht will. So, jetzt bauen wir hier auch noch was hin. Schauen wir mal, wie wir hinkommen. Wie gesagt, hier kann man sehr viel probieren mittlerweile, weil es eben immer wieder zurückgesetzt wird. Das heißt, es ist absolut nichts an Material und so weiter verloren. Es wird alles wieder hergestellt. Das war natürlich falsch. Das hat hier nichts zu suchen. Man kann natürlich auch ganz andere Fallenkombinationen probieren. Es kommt auch immer darauf an, welche Fallen man natürlich möglichst hoch ausgebaut hat. Das spielt auch eine große Rolle. Sollte man mal zu wenig Material haben, kann man natürlich auch eine Stufe runtergehen. Das macht halt auch nicht allzu viel aus. Tut mir leid, geht nicht. Entschuldige. Diesmal nicht. Leider nein. Nicht möglich. Im Prinzip ist es halt die Kombination aus mehreren Fallen, die hier den großen Schaden bringt. Und das eben auf relativ geringen Raum. Das war nicht gut. Zeit, in die Hände zu spucken. So, so sehen die dann aus. Ich kann nämlich nicht spucken. Hier muss dann auch noch einer hin, oder man kann das Ganze dann auch mit einer Mauer abgrenzen und mit Katapulten, dass die zurückgeschleudert werden. Das ist auch eine sehr effektive Möglichkeit, das Ganze hier einzugrenzen. Wichtig ist eben noch dazu, dass man dann die Scharfschützen aufstellt. Idee.
Scharfschüsse positioniert man am besten oben und baut sie ebenfalls zu, denn die können sehr, sehr gut durch Wände schießen. Da baut man auf jede Seite ein paar Pads und dann kann man die hier gemütlich platzieren. So, es ist eigentlich nicht ganz fertig, es müsste eigentlich ein bisschen ausgebaut werden, aber wir testen es jetzt trotzdem mal. Auch wichtig, immer einen Konstrukteur nehmen, denn der kann natürlich die Basis bauen, was dem Ganzen ein bisschen mehr Halt gibt. Das macht es noch einfacher. So, testen wir das Ganze mal, ob es auch einigermaßen passt oder ob wir irgendwo übersehen haben, wo die Höhlen spawnen. Wie gesagt, Test kostet nichts. Willkommen bei den Kriegsspielen, Soldat! Von der Hälfte der Regler und Monitore weiß ich nicht mal, wozu die da sind. Aber wie es aussieht, bewegt sich da etwas Seltsames auf dich zu. Komm diesen Anomalien nicht zu nahe, Rekrut! Nicht anfassen! Wie stehst du zu eingeschränkter Sicht? Die kann ich nämlich nicht ausschalten. Einsatz gehört. Halte die Stellung und kämpfe! Für die Festung! Das sind Risse! Achtung! Hülle gesichtet! Wenn du den Wellentimer verkürzen willst, solltest du dir mal ganz bloß ein paar Feindschieß besorgen! Grab mit dir.
wäre damit erledigt. Bleibt nur noch ein weiterer Verteidigungspunkt.
brauche ein Scharfschützengewehr!